Wenn man in Deutschland durch einen Behandlungsfehler ein Bein verliert, bekommt man 45.000 Euro Schmerzensgeld. Das ist zu niedrig, darüber ist man sich einig. Worüber man sich nicht einig ist, wie wird denn eigentlich dieser Betrag genau errechnet? Gestatten, mein Name ist Ziegler, Dr. Hans-Bernd Ziegler, Fachanwalt für Medizinrecht und Patientenanwalt. Ich habe vor Jahren mal einen Aufsatz geschrieben, der hat den Titel Bein ab, Arm dran, weil ich vor Jahren schon bemängelt habe, dass die Schmerzensgelder in Deutschland zu niedrig sind. Nach einem aktuellen Bericht der Illustrierte Stern und einem entsprechenden Bericht von RTL im Fernsehen sterben in Deutschland ca. 17.000 Personen an Behandlungsfehlern. Wenn man das mit den Verkehrsunfällen vergleicht, dann ist das eine immens hohe Zahl. Verkehrstote gibt es pro Jahr in Deutschland etwa 2.800. Die Verletzungen, die nicht zum Tode führen, sind natürlich noch in einer ganz anderen Größenordnung, sodass das Problem, Schmerzensgelder zu berechnen, eines der häufigsten Probleme für Juristen ist, die sich mit dem Schadensersatz befassen. Da wundert es, dass es keine Anleitung dafür gibt, dass eigentlich diese Schmerzensgelder willkürlich immer festgesetzt werden und man sich auf Tabellenbeträge beruft, die ihrerseits willkürlich zustande gekommen sind. Und viele haben den Versuch unternommen, das irgendwie zu systematisieren, um zu einer Lösung zu kommen. Ich habe in dem eingangs genannten Aufsatz auch die Auffassung vertreten, es müsste ein taggenaues Schmerzensgeld ausgerechnet werden. Beispielsweise, wenn man Schmerzen hat und es einem wegen des Unfalls schlecht geht, dass man sich vielleicht pro Tag eine Packung Zigaretten, eine Flasche Rotwein und irgendwie Netflix anschaffen kann, um die Schmerzen zu lindern. Man kommt dann vielleicht auf einen Betrag von 20, 30 Euro pro Tag und dann muss man das mit der Lebenserwartung noch hochrechnen und so könnte man das berechnen. Dieser Vorschlag, der wurde später dann von einem Juraprofessoren noch aufgeschnappt und weiter im Einzelnen ausgearbeitet. Und es gab auch eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt, das diesen Ansatz bestätigt hat. Aber der Bundesgerichtshof hat in einer kürzlich ergangenen Entscheidung das alles aufgehoben und gesagt, taggenaue Berechnung von Schmerzensgeldern gibt es nicht. Es bleibt nach wie vor dabei, dass alle Umstände des Einzelfalls für die Berechnung des Schmerzensgeldes eine Rolle spielen. Wegen dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist die taggenaue Berechnung von Schmerzensgeldern eigentlich vom Tisch. Im Gesetz heißt es, es ist eine billige Entschädigung in Geld zu leisten. Das sagt gar nichts. Aber um die Sache doch etwas kontrollierter halten zu können, könnte man vielleicht das taggenaue Schmerzensgeld zur Probe Berechnung einsetzen und dann sieht man, ist das Schmerzensgeld angemessen oder nicht. Die Juristen benutzen zur Berechnung von Schmerzensgeldern einschlägige Tabellen, wie hier beispielsweise die des Anwaltverlages. Da sind 3000 Entscheidungen drin und auch Entscheidungen, die das Bein betreffen, also der Verlust des Oberschenkels. Aus der aktuellen Schmerzensgeldtabelle ergibt sich unter der Nummer 281 ein Betrag von 45.000 Euro. Ist dieser Betrag angemessen? Das kann man mit der taggenauen Probe überprüfen. Man muss jetzt ausrechnen, 40 Jahre weitere Lebenserwartung mal 365 gibt 14.600 und jetzt die ausgeworfenen 45.000 Euro durch 14.600 teilen. Das gibt einen Betrag von 3 Euro pro Tag. Meiner Ansicht nach ist das nicht angemessen. 5 Euro sollten es schon sein, damit die Schmerzen etwas gelindert sind. Und dann kommt man auf einen Betrag um die 80.000, 90.000 Euro. Und das halte ich in diesem Fall für angemessen. Auch wenn der BGH, der Bundesgerichtshof, die taggenaue Berechnung verworfen hat, meine ich, dass man mit dieser Überprüfung doch die Angemessenheit des Schmerzensgelds kontrollieren kann.
Und dann bleibt es nicht so niedrig, wie es in Deutschland üblich ist. Jubiläum. Das war das 100. Video von mir zum Arzthaftungsrecht, aber dabei soll es nicht bleiben. Abonnieren Sie diesen Kanal und dann werden Sie vielleicht die Nummer 200 auch erleben. Ich bedanke mich, dass Sie mir zugehört haben und empfehle Ihnen, diesen Kanal zu abonnieren, damit Sie im Arzthaftungsrecht immer auf dem neuesten Stand der Dinge sind.